doch wieder sehr traurig. Ja, Freunde, erstmal wieder herzlich willkommen heute hier auf meinem Kanal. Ja, wir sind heute für euch unterwegs, mal wieder in einer recht traurigen Aktion. Wir haben hier ein kleines Häuschen. In diesem Häuschen hat wohl auch die Ehefrau zum Schluss alleine gelebt. Auch eine relativ traurige Geschichte. Wir sind wie immer direkt drinne und ich würde sagen, seid einfach gespannt, was uns erwartet. Also viel Spaß dabei. Ja, Freunde, und wir sind wie gesagt direkt drinne. Stehen hier auch praktisch im Eingangsbereich. Man hatte hier so einen alten Vorflur und sehen halt hier auch gleich, hier ist ein Gäste-WC. Und auch dieses noch sehr, sehr alt eigentlich. Aber auch hier sieht man halt nochmal hier oben diese tollen Gästehaken. Man hatte hier wahrscheinlich auch so ein bisschen Kleinigkeiten untergebracht. Hier so ein kleines Parfum. Nochmal, dass man sich frisch machen konnte. Also auch wirklich ein einfaches, kleines Gäste-WC. Sehr alt, aber dennoch sehr modisch für die damalige Zeit. Ja, und in diesem Flur hier sieht man halt auch ganz klar, hier sind halt noch so die Jacken wirklich hier überall. Das ist also noch richtig an der Garderobe hängend. Hier unten hat man wohl die ganzen Hausschuhe damals platziert gehabt. Und auch hier drüben noch der dicke Wintermantel an der Wand. Und hier sehen wir halt auch schon wieder etwas. Das sind Fasane oder auch Auerhähne. Also das ist schon ein wenig gruselig eigentlich, wenn man hier reinkommt. Aber dieses Haus ist halt auch relativ weit im Wald gelegen. Und man hatte wohl hier auch diese Nähe zur Natur, die man hier wirklich genossen hat. Ja, und weiterführen kommen wir dann auch hier gleich in eine große Wohnstube. Auch hier zeigt sich halt doch, es ist sehr rustikal eingerichtet. Man hat hier so einen alten Bauernschrank stehen. Auch hier, teilweise auch die Sachen einfach aus den Wänden gerissen, aber auch aus den Schränken gerissen. Aber auch hier ist es halt so, dass man ganz klar nochmal sieht, die Schränke waren noch alle schön eingeräumt. Man hat hier auch einige Akten auf dem Tisch und auf dem Fußboden. Und die lassen halt auch teilweise darauf schließen, dass man denn hier man hat hier versucht, damals Hilfe anzufordern. Der Mann ist wohl frühzeitig gestorben. Und der Mann ist gestorben. Die Frau wusste wahrscheinlich alleine nicht mehr, sich zu helfen. Man hat Sozialhilfe beantragt, die ist verweigert worden, liegt hier ein Zettel. Also schon wieder ein sehr, sehr trauriges Beispiel. Ich meine, wenn der Liebste einfach geht und man steht nachher mit dem ganzen Hab und Gut alleine da, ohne Rücklagen. Ja, wir finden dann hier auch nochmal, vielleicht ist das hier sogar der ehemalige Hausherr, hier nochmal so eine Urne auf so einer Schatulle. Vielleicht hier nochmal Bilder vom letzten Urlaub, den man zusammen gemacht hatte. Also, Sozialversicherungsnachweise. Also Leute, das ist schon traurig, wieder so etwas zu sehen, wie ein Mensch im Grunde genommen ein so tolles Haus mitten im Wald hat. Und es ist wirklich sehr, sehr rustikal, wenn wir das sehen. Also hier oben mit diesen Holzapplikationen. Also man hat hier wohl auch schon in einem Art Wohlstand eigentlich damals gelebt. Ja, und wir kommen jetzt hier praktisch in das Schlafzimmer, in das damalige. Auch dieses sehr groß gehalten mit einem alten Ehebett, wo die Liebsten wahrscheinlich zusammen drinne geschlafen haben. Auch hier wieder der Hinweis auf die Verbundenheit zur Natur mit diesem Hasen. Aber halt auch etwas wieder Trauriges zu finden hier drinne. Denn hier, auch wenn das alles umhergeschmissen wurde, diese alten Matratzen, liegen hier Gehhilfen. Und das lässt ja an einem Bettrand auch oftmals einfach darauf schließen, dass derjenige vielleicht auch gar nicht mehr so konnte, wie er mal
wollte und es gewohnt war, sich halt zu bewegen. Hier steht nochmal so eine alte Schmuckschatulle auf dem Nachtschrank. Auch hier mit so einem Spiegel drin versehen. Hier konnte man wahrscheinlich nochmal extra Kleinigkeiten drin unterbringen. Also auch das ein Relikt nochmal aus der alten Zeit. Hier hinten nochmal die Schränke noch zum größten Teil eingeräumt. Auch die Nachtwäsche. Also auch das wiederum sehr, sehr toll noch zu sehen. Hier die Handtücher, wie das in der damaligen Zeit halt so war. Alles schön sortiert, in den Schränken untergebracht. Ja, Freunde, und auch das hier lässt jetzt den Rückschluss drauf, warum zu Anfang nur ein Gäste-WC vorhanden war. Denn man hat hier im Anschluss an das Schlafzimmer ein großes Badezimmer gehabt. Hier mit Dusche, hier hinten das WC und sogar noch mal um die Ecke rum eine Badewanne. Also auch das noch ganz, ganz toll erhalten hier. Hier noch mal die alten Waschgelegenheiten mit den einzelnen Sachen. Hier diese Creme. Ja, und auch hier in der Ecke dieser Vorratsschrank noch mal toll zu sehen. Hier hat man auch noch mal Mundwasser. Also hier hat man auch die Sachen für das Badezimmer wohl noch mal extra drin aufbewahrt. Also auch das noch sehr toll erhalten und auch wieder halt ein Hinweis drauf, dass es hier einfach mal ja, ein jähes Ende wieder gefunden hat, denn es wurde einfach zurückgelassen und man hat sich wohl gar nicht mehr damit auseinandersetzen können. Vielleicht waren auch keine Kinder mehr irgendwie, die sich um diesen Nachlass kümmern konnten. Ja, und wie das in der alten Zeit früher auch so war, hat man hier nochmal so einen hervorragenden Nähkästchen gehabt. Also früher konnte man sich auch noch selbst behelfen und eben auch seine Sachen selber nähen. Auch das noch sehr, sehr schön erhalten hier eigentlich. Hier zum Sockenstopfen war das, glaube ich. Das hat man, glaube ich, in die Socken rein und dann konnte man meines Erachtens damit Socken stopfen. Also wer das weiß, gerne mal in die Kommentare schreiben. Ja, und auch hier an den Wänden sieht man halt immer wieder auch Relikte aus der alten Zeit. Auch hier nochmal so ein ja, Bild aus der Gartenzeit. Hier auch so ein Rehkopf. Also lässt wohl sehr, sehr vieles drauf schließen, dass man, dass derjenige vielleicht Jäger war. Ja, und hier in dem nächsten Zimmer haben wir praktisch auch, denke ich mal, so eine Art kleines Jägerzimmer, denn wenn man hier mal schaut, hat man hier auch wieder an den Wänden, obwohl da schon einige zu fehlen scheinen, so Geweihköpfe gehabt. Auch hier eine ja, Jägerjacke, ein Hut, was alles darauf schließen lässt, auf diese alte Jägerszeit hinweg. Auch diese rustikale Ausrüstung hier dieses Zimmers. Hier hatte man nochmal so einen Schrank, wo man auch Sachen drinne aufhängen konnte. Also auch das sehr schön. Der Schrank hier nochmal verziert. Auch wieder mit diesem Auerhahn. Ja, und auch hier in der Küche sieht man dann halt, dass das alles noch wirklich eingerichtet ist. Hier die Kaffeemaschine, der Toaster. Aber auch hier wieder ein Hinweis. Chorodin-Herz-Kreislauf-Tropfen. Also auch hier stand vielleicht schon eine Krankheit im Raum, vielleicht auch der Mann, der frühzeitig verstorben ist. Aber man hat hier wirklich alles noch eingeräumt. Man sieht hier noch die Möbelpflege hier oben, die Kaffeefilter in der Ecke, der alte Tee, hier oben noch das Öl, der Essig. Und auch hier sieht man ganz klar, Herd, alles noch bereit, hier hinten noch die Utensilien zum Kochen und wir haben hier einen Kühlschrank. Dieser ist ja leider von außen verschimmelt, aber dieser wurde ausgeräumt. Ja, hier in den Schränken noch überall die Töpfe, hier hinten noch überall Salz, Pfeffer. Leider hat der Zahn der Zeit hier auch schon ganz schön dran genagt, aber hier sieht man halt auch
um die Ecke rum nochmal, dass hier noch die Gewürze stehen. Hier hatte man nochmal so einen kleinen Gefrierschrank, vielleicht auch für die Sachen, die von der Jagd gekommen sind. Doch was mich wieder sehr traurig stimmt, ist das. Und vielleicht konnte derjenige auch damals gar nicht mehr richtig sich ernähren. Die Zähne wurden in der Küche vergessen. Und ich meine, Leute, seien wir mal ehrlich, wer seine Zähne schon nicht mehr... Aber so spielt das Leben halt oftmals. Ja, Freunde, und wir kommen jetzt hier praktisch über so eine Treppe in einen Keller. Und Leute, schaut euch das mal an. Hier hat derjenige so eine richtig rustikale Bar gehabt. Sehr, sehr toll eingerichtet. Hier hinten eine sehr, sehr tolle Sitzecke. Auch hier wieder überall die Hinweise auf die Jägerschaft mit einem Blasrohr und Blashorn, Jagdhorn. Wie gesagt, sehr, sehr rustikal eingerichtet, aber dennoch sehr, sehr schön. Wahrscheinlich war das auch so der Rückzugsort des Mannes hier. Also wunderbar erhalten. Auch hier hatte man wahrscheinlich überall die Flaschen damals in den Regalen stehen, rundherum, sodass sich hier Gäste auch richtig wohlfühlen konnten. Aber man sieht halt hier auch, dass dies alles aus der vergangenen Zeit ist, weil, Leute, schaut euch mal diesen uralten Wasserboiler an, welcher hier noch an der Wand zu sehen ist. Ja, und wenn die Freunde zum Feiern da waren, hatte man hier wahrscheinlich auch die Möglichkeit zu schlafen, denn man sieht auch hier wieder, man hatte hier direkt im Anschluss Betten, zwei Stück, Möglichkeiten, seine Sachen aufzuhängen. Und Leute, man hat hier wirklich an alles gedacht, denn man hat hier sogar nochmal ein kleines Badezimmer gehabt. Und ich muss sagen, das ist eigentlich besser eingerichtet als manch ein altes Hotel. Auch hier wieder nochmal ganz klar dieser Verweis auf die Jägerschaft. Also, die Jägerschaft spielte wohl in diesem tollen Haus eine sehr, sehr große Rolle. Ja, Freunde, und hier haben wir nochmal was an der Wand gefunden. Das ist wahrscheinlich aus der Jägerschaft, weil das ist ein Messerhalter. Hier oben wurden die Messer damals reingesteckt. Wahrscheinlich hat man hier im Keller auch die Rehe aufgebrochen und vielleicht hier unten gelagert gehabt. Die Hirsche, die Vögel, was man hier auch immer geschossen hatte. Man hat ja gesehen, dass man hier auch sehr viele Vögel an den Wänden hatte, die ausgestopft waren. Ja, meine lieben Freunde, und mit der alten Bar nochmal im Hintergrund, ja, verabschiede ich mich auch wieder von euch. Also, wie gesagt, trauriges Thema. Mann gestorben, Frau wahrscheinlich mit dem Geld nicht mehr ausgekommen. Wie das Schicksal manchmal so spielt. Vielleicht auch keine Nachfahren, deswegen ist dieses Haus vielleicht auch jetzt hier verlassen. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gerne einen Kommentar, ein Like. Beantwortet meine Fragen, die ich euch im Video gestellt habe. Und wer kein Video mehr verpassen will, drückt einfach die kleine Glocke. Also bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.